Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Bo. Wir sind jetzt gerade wieder auf unserem Heimatplaneten. Na, ja, da müssen wir aber wieder zurück. Genau, wir müssen jetzt erstmal Kontakt zu Außerirdischen aufnehmen. Wir haben hier, wo haben wir denn die Werkzeuge? Wir müssen selber mal schauen. Werkzeuge, das war's nicht. Rotes Gewürz. Das war jetzt unsere Kolonie gewesen. Aber wir hatten doch was, wir schauen nochmal lieber nochmal auf die Mission. Sicher. Finde ein außerirdisches Reich. Finde ein anderes raumfahrendes Reich und kommuniziere mit ihm, ob sie die Raumfahrt haben. Merkst du, wenn du ihrem Heimatsystem nahe genug kommst? Ich weiß jetzt nicht, ob das... Also ich habe jetzt absolut keine Ahnung. Oh, wir haben hier haben wir zum Beispiel schon mal ein paar andere. Okay. Hier sind zum Beispiel andere Zivilisationen, aber die sind jetzt noch nicht so weit wie wir zum Beispiel. Ja, also die sind jetzt noch in der Stammesphase. Das finde ich cool gemacht, ne? Dass man auch das noch mit berücksichtigt hat. Können wir noch auf den hier fliegen? Weil der Junge besetzt. Unbeansprucht. Aber ich glaube, hier wird nichts sein. Nee, hier ist auch nichts. Hier ist auch wirklich nichts. Ich weiß jetzt nicht, ich soll mit einem Kommunikator irgendwie Kontakt aufnehmen. Aber ich habe ja gar keinen Kommunikator, habe ich ja gar nicht. Entweder hätte ich da mehr aufpassen müssen? Nein, Blödsinn. Aber, nee, wo haben wir das denn, ey? Maximum halt nochmal schauen halt irgendwie. Auf jedes System halt einfach mal drauf gehen und gucken. Unbeansprucht. Hier ist jetzt zum Beispiel gar nichts. Du hast einen unfruchtbaren Planeten entdeckt. Unfruchtbare Planeten können eine kleine Kolonie am Leben erhalten. Du kannst aber auch den Terrascore, T-Score erhöhen, um dann deinen gewinnträchtigen Raumhafen für dein Reich zu errichten. Ja, das haben wir zurzeit halt auch gar nicht irgendwie. Wir können jetzt nochmal hier hinfliegen. Aber hier sieht es nicht anders aus, glaube ich. Nee, hier sieht es auch nicht anders aus. So, wie gesagt, halt erstmal ein bisschen alles erkunden hier. Wie gesagt, auf dem System waren wir drauf gewesen, ne? Drei Planeten. Einer war, glaube ich, bewohnt davon. Hier waren wir ja auch schon gewesen. Wir können nochmal auf Al-Kian, können wir auch nochmal fliegen. Oh, hier haben wir zum Beispiel Signale. Hier werden irgendwelche Gurkumpel. In welcher Phase sind die denn? Die sind scheinbar noch in der Stadt. In der Stadtphase. Also in der Zivilisationsphase. Von dem anderen Planeten kamen irgendwelche Signale.
Dieser Planet liefert ein seltsames Scanmuster. Fliege näher hin und erforsche. Der Schiffsradar hat ein interessantes Objekt auf diesem Planeten geortet. Diese Galaxie ist voller seltener Objekte, Statuen und Fossilien. Eines dieser einzigartigen Sammlerstücke befindet sich genau hier. Entführe es und verkaufe es für Unmengen an Spore-Dollars oder sammle komplette Sets, was den Wert beträchtlich erhöht. Meteoriteneinschläge. So, wie ging das jetzt? Aua. Fracht. Ah ja, genau. So mit dem Strahl hier. So, jetzt haben wir das. Der Fuß von Povey. Okay. Also hier, wie gesagt, hier, die sind zum Beispiel halt in der Zivilisationsphase. Ja. Ich weiß jetzt nicht, sieht man das jetzt eigentlich genau, wo, in welcher Phase die sind? Ja, genau, richtig. Man sieht das Bild, man hat das Bild und dann hat man davor halt die Phase. Also hier zum Beispiel das Feuer für Stammesphase und hier zum Beispiel bei Rau für Zivilisationsphase. Rau, sondern Pau, Entschuldigung. So, dann machen wir mal nach Freyler Ladies. Auf das Sonnensystem. Woolay. Also hier kam irgendwie ein Geräusch. Geräusch kam hier schon. Scheint auch wieder so ein seltener Gegenstand zu sein. Den wir da einfach mal mitnehmen, weil, ja, ist halt geschenkt. Ne? Jedes System hier ungefähr zwei Planeten halt bisher. Das ist unser Heimatsystem. Fliegen wir nochmal zu dem Planeten. Hier könnten wir auch nochmal hinfliegen. Moviot unbeansprucht. Gab es auch ein Signal. Da ist was auf dem Schiffsradar. Du hast einen wilden Planeten entdeckt. Zahlreiche Kreaturen und Pflanzen leben hier, mit deren Hilfe du auch auf andere Planeten Leben bringen kannst. Wilde Planeten haben zudem reiche Gewürzvorkommen und sind zur Kolonisierung geeignet. Okay. Okay, dann Entführungsstrahl. Ja, blub. Jupp. Jetzt haben wir jetzt eins. Was sind drei Artefakte gesammelt? Werkzeuge freigeschaltet, einfacher Frachtraum. Okay. So, wir wollten auf jeden Fall noch zu Domia mal fliegen.
Zeit sammeln wir in erster Linie die Artefakte scheinbar. Vier Artefakte haben wir jetzt mittlerweile. Ja, in dem System ist jetzt hier auch nichts weiter. Wir können jetzt mal die Karte mal noch so markieren und auf die Systeme, wo wir bisher schon waren. Dann fliegen wir mal zu Dip. Dafür fliegen wir mal drauf. Oh, hier haben wir zum Beispiel einen Mond. Okay. Auf diesem Objekt wurden keine Objekte geordert. Irgendwas stimmt hier nicht. Ein Hinterhalt! Die Piraten haben dich mit einem fingierten Signal in eine Falle gelockt. Bereite dich auf eine Schlacht vor. Als ich das erstmal ausgewählt habe, diesen Laser, haben die mich schon runtergekloppt. Ja, gut. Na toll. Wir haben hier Wolken. Aua. Ja, unser erster Kontakt im Weltraum, Piraten. Okay. So, wir wollten jetzt auf jeden Fall noch auf den. Also wir haben noch 1000 Gesundheit, ein bisschen was erkunden können wir hier auf jeden Fall schon noch. Wir sollen einfach mal auf jedem Planeten mal ein bisschen anschauen hier. Hier haben wir zum Beispiel auf jeden Fall auch mehr Planeten. Oha, was haben wir denn hier für eine Welt? Fast reine Wasserwelt, okay. Ich weiß nicht, ob wir das sofort sehen würden, ob für andere, ich nenne es mal andere Rassen oder andere Spezies unterwegs sind. Ich weiß jetzt aber auch nicht, wie man da irgendwie was findet. Täube unbeansprucht, alles unbeansprucht hier. Ja, also hier wurde es aktualisiert, zumindest auf Täube. Ja, hier wurde ist es auch aktualisiert. Eine seltene galaktische Formation, okay. Aha, Slia 11, okay. Dia 48 sind wir jetzt hier. Oh, was haben wir da? Belohnung, Forscher! Du hast 15 Sonnensysteme erforscht. Zum Leib 2 Plakettenpunkte. Glückwunsch, du trägst jetzt den Titel Kommandeur. Okay. So unbeansprucht, alles unbeansprucht hier. Also. Ich finde aber auch keine anderen Lebensformen. Beziehungsweise Spezies. Wir gucken nochmal hier schnell auf GR 25.
klingt, das ist der Kurzstreckenkommunikator, glaube ich. Okay. So, nachdem wir jetzt 15, 16 Sonnensysteme erstmal untersucht haben, ist die Folge allerdings auch schon wieder vorbei. Ich bedanke mich fürs Einschalten und ich hoffe, ihr bleibt dabei bei Let's Play Spore. Bis morgen. Tschüss.